Willkommen zu einer weiteren Folge Animal Shelter. Und da euch die letzte Folge so gut gefallen hat, habt ihr eine zweite verdient. Und wir spielen heute weiter. Wir haben noch die Möglichkeit, viele neue Gebäude freizuschalten. Es gibt zum Beispiel auch noch einen Tierarzt. Und deswegen werden wir noch weiterspielen. Es gab auch ein kleines Update. Das heißt, sobald update-technisch neue Sachen kommen, werde ich mich immer wieder in dieses Spiel reinstürzen. Und ich würde sagen, wir laden natürlich meinen alten Spielstand und gehen direkt rein. Ich habe mich für Hunde damals entschieden. Man kann auch Katzen nehmen. Ich denke, gegen später kann man das auch mischen. Aber jetzt ist unsere Aufgabe, erst einmal wieder Tiere zu übergeben. Ich muss erstmal gerade gucken, wo ich hier letztens stehen geblieben bin. Und dann. Genau. Und dann gucken wir, dass wir es weiter ausbauen. Wir haben ja letztes Mal, falls ihr euch nicht daran erinnern könnt, hier noch einen Hund waschen können. Das heißt, das können wir jetzt auch. Und können dann auch das ganze Gehege und das ganze Gelände dann auch bauen, wie wir wollen. So. Okay, dann gehen wir mal rein. Und gucken, dass wir hier einmal an unseren Rechner wieder gehen. Und hier jemanden finden. Halt nicht an. Dein Termin ist gerade in der Rangliste aufgestiegen. Okay, sehr gut. Hallo, ich bin so glücklich mit meinem neuen Haustier, dem aus ihrem Tierheim. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Das liest mir doch gerne. So, gelesen. Ja, als gelesen markiert. Dann gucken wir mal. Oh, sieht der aggro aus. Dixie. Oh, den hätte ich aber gern. Nimm dieses Tier auf. Dixie will ich nehmen. Ja, wir lassen auch den Namen Dixie. Und wir nehmen noch Fanny. Ist auch übel süß. Okay, ist noch ein Aufnahmeprozent. Okay. Wir holen jetzt erst Dixie. Der sieht ja richtig grumpy aus, ey. Ich weiß nicht, ob ihr Hund oder Katze habt, aber unsere Hunde, egal was für Hunde wir hatten, ob braucht dringend Futter, haben es extrem gehasst, irgendwie ins Wasser zu gehen. Also das war bei denen, das ging bei denen nie. So, okay, Dixie braucht Wasser. Brauchen wir auf jeden Fall mal die Wasserschüssel, muss ich nach... Oh, ich habe gar kein Futter mehr. Habe ich denn jetzt... Warte, lass mal schauen. Der verhungert ja gleich. Moment. Ich glaube, ich muss Essen bestellen. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ach ja, die Zeit rennt. So. Okay. Kann ich in meinem Inventar schauen? Glaube nicht. So. Okay, okay, okay. Lass mal ein bisschen was bestellen. Futterschüssel. Ja, nee, Futterschüssel brauche ich nicht. Ich brauche Essen. Hier, günstiges Hundefutter. Günstiges Hundefutter hört sich schon so schlimm an. Ich mache mal einfach mal 2 Kanister und wir nehmen noch günstiges Hundefutter 2. Und machen Bestellung abschließen. Ja, bestellen. So, let's go. Die Drohne kommt in 10 Sekunden. Oh Gott, stell dir mal vor, das würde wirklich so schnell gehen. Ich würde echt nicht wissen wollen, wie viele Leute dann Drohnen abschießen würden, wenn sie jetzt schon teilweise die Pakete klauen. Wie viel die Leute... Oh, ich hatte sogar noch Hundefutter. Huch. So, ich weiß, du hast extrem Hunger hier. Wie viele Leute dann Drohnen abschießen würden. Also bei uns ist ja das Problem, das haben eigentlich echt viele in der Stadt, dass einfach die ganze Zeit Pakete geklaut werden. Und zwar auf so eine miese Art und Weise. Da wird dann extra überall geklingelt, um das System auszulassen, damit man nicht mehr per Kamera schauen kann, wer da ist. Und dann wird da ganz dreist einfach reingegangen und alles mitgenommen. So. Okay, dann ess mal. Was braucht Dixie denn eigentlich noch? Ich kann das doch irgendwo nachschauen. Ja, und ein Foto müssen wir übrigens auch noch machen. Er muss Pup machen. Pup. Pup muss er machen und er muss... Oh Gott. Und er muss gewaschen werden. So, ich muss ihn auch mal streicheln. Der ist überhaupt nicht happy. Der ist richtig, richtig unhappy, wo auch immer du gerade herkommst. Und wir müssen dich leider waschen. Ich weiß, du hast da halt echt keinen Bock drauf, aber ich streichel dich jetzt mal glücklich. Ja. Okay, wir jetzt Ball spielen. Ich verstehe nicht, wie man zu Tieren bösartig sein kann. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es auch nicht zu Menschen, ne? Aber Tiere sind einfach was so Schönes. So. Ach so, ich muss erst auf ihn drücken, dass wir die spielen will. Ach so, er ist ja gar nicht raus im Gehege, ne? Er darf gar nicht. So, komm her. Ach, dann will ich sie nicht hochheben lassen. Heb hoch, so doch. Okay, Dixie. It's time to play a game. Es ist Zeit, ein Spiel zu spielen. Oh nein, er pinkelt. Ey, aber voll gut erzogen. Er hat nicht in die Hütte gepinkelt, ne? So, was sagt das hier alles?
Ja, das macht ihn glücklich. Ja, okay. Ich hatte auch einen Hund, ey, der hat nicht aufgehört, mit mir Ball zu spielen. Ne? Das war wirklich... Also, er hat nicht aufgehört. Er wollte nicht aufhören. Das war fürchterlich. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Also, er hatte erst gewusst, ist dann so sein Schwanz so traurig runtergegangen. Das macht mein Partner übrigens auch. Nein, Spaß. So, let's go. Geht's jetzt endlich gut? So, lass mal gucken. Okay, ich bin eigentlich auch gemein. Ich habe jetzt das Vertrauen des Hundes und jetzt kommt das Schlimmste von allen. Es wirst du gewaschen und dann ist wahrscheinlich so alles auf Rot, weil ich sein Vertrauen missbraucht habe. So. Okay, let's go, mein Freund. Leider stinkst du abartig. Ja, ich musste das leider so sagen. An die Wand stellen, los! So, es wird erstmal gespült, wie der Buddy auf einmal nass wird. So, die andere Seite muss ja auch noch. So, was brauche ich jetzt nochmal? Champion? Oh mein Gott, du armes Tier. So, dann... Nochmal abspülen, oder? Nee. Ah, der Schwamm, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ein Hund da so grinsen würde wie der. Ich weiß nicht, ob Hunde das so geil finden. Aber mir macht's Spaß. Das Geräusch ist so toll. Carwash. Dogwash. Dogwash. So. Dann nochmal. So, fertig. Wir geben dich so ab. Let's go. Und der Hund klatscht dann so an die Wand. Sehr schön. Jetzt muss ich ihn föhnen. Also ich würde, glaube ich, das Tier dann einfach trocknen lassen, oder? So lustig gemacht, wie das Fell auf einmal schön wird. So, das Gesicht ist noch gar nicht trocken. So. Okay, ich glaube, das sollte passen. Dein Gesicht ist zwar noch nass, aber hey, juckt irgendwie keinen. So. Wie sieht's aus? Jetzt kann ich, glaube ich, ein Foto von dir machen. Und dann, so, beweg dich einfach natürlich. Perfekt. Ich fotografiere die Hunde immer mit Absicht von hinten. Ah, ich kann da noch voll die Kamera drehen und alles. Weil ich nicht, oh nein, die haben überall hingeschissen, ey. Weil ich nicht möchte, dass die oberflächliche Besitzer bekommen, die nur aufs Aussehen schauen. Das heißt, den Hund gibt es immer nur von hinten. So, jetzt müssen wir erstmal das Foto reinpacken. Scannen. Wunderbar. Was hat sich denn da gerade so komisch angehört? So, dann nehmen wir... Nee, das will ich nicht. Ja, ja. Ich will das Bild haben. So. Ja, das ist gut. Dann machen wir mal den Computer an. So, legen wir das mal wieder zurück. Ja, ich hab's gesehen! So, einloggen. Dann müssen wir jetzt ein Zuhause für... Ey, Dixie ist noch nicht ready, ne? Dixie ist ja voll nicht ready, ey. Doch, neues Zuhause finden. Boah, aber Dixie ist noch viel zu aggro. Das Tier hat zu wenig Vertrauen zu Menschen. Ey, Dixie, kam es jetzt echt vom Waschen? Also, Dixie, ich kann das nicht nachvollziehen. Was ist mit dir passiert, dass du so schlecht von uns Menschen denkst? So, streicheln. Ja, look at this. Da sind... Ach so, da sind die Herzen. Ich glaube, ich muss ihn mit... Ich glaube, ich muss im Endeffekt ihn mit... Ach, er will Ball spielen. Ansonsten muss ich mit Keksen ran. Mit Keksen kann man immer bestechen. So, spiel noch ein bisschen Ball. Als ob das so schnell gehen würde, ne? In Wirklichkeit ist es so ein langer Prozess, bis ein Hund dann wieder vertraut oder ein Tier. Generell, genau. Schön durch die Hundekacke laufen, nachdem ich dich gebadet habe. That's the spirit, Dixie. Genauso wollen wir das. So. Nimm! So, Dixie, komm her. Gib mir den Ball. Bam! Ja, sehr schön. So, wie sieht's aus, Dixie? Vertraust du mir? Ja, es geht.
So, wir müssen das Quietschen jetzt leider noch ein bisschen ertragen, aber ich finde es einfach toll. Ich finde es eh so geil, wenn du irgendwie eine ernste Konversation hast und irgendwann hat ein Hund im Hintergrund und auf einmal macht so die ganze Zeit. So. Bäm! Jetzt geil, dass ich den Ball nicht rausschmeißen kann, weil hier eine imaginäre Wand ist. Wir sind in der Matrix, mein Freund. Wir leben in einer Simulation. So, her damit. Ja, geht doch. Ich glaube, ab dem Moment, da, wo bei der Leiste dieses Mikrofon, also dieses, ja nicht Mikrofon, sondern dieses Verstärker-Ding ist, können wir ihn dann, dieses Zeichen können wir ihn dann verkaufen. Ach, er wird jetzt ein Keks. Ach so, die Bestechung, es geht weiter. Okay, also wenn ich quasi die Dinge, die der Hund in dem Gedanken hat, erfülle, umso schneller erfülle ich das Vertrauen zum Menschen. So. Dann nehmen wir mal Kekse. Ich brauche mal Kekse. Bestellung abgeben, let's go. Kostet ja auch kaum was. Kekse. Ey, ich habe solche Welcome to the Game Flashbacks, wenn diese Drohne ankommt. Sie können die bitte in was anderes umändern. Ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. So, hey. Ich habe Bestechungsmaterial für dich. Mal gucken, wie viel das ausmacht. Okay, und was ist jetzt? Jetzt will er Punkt, Punkt, Punkt. Was ist Punkt, Punkt, Punkt? Willst du angetouched werden? Ja, geht, aber es heißt Punkt, Punkt, Punkt. Ah, jetzt will er wieder einen Keks. So einfach bist du also zu bestechen. Ey, mir gehen die Kekse raus, ne? Du musst schon bedenken, dass die nicht jeder haben kann. Okay. Boah, das hat voll viel gebracht. Also du bist jetzt eigentlich, bist du jetzt shopping ready. Ja, es hat voll viel gebracht, der Keks. So, jetzt kann ich ihn auf jeden Fall abgeben. Ich glaube tatsächlich, dass es am besten ist, wenn man es immer voll macht. Er will noch mal einen Keks. Ey, das ist wirklich ein... Sag mal, jetzt reicht's aber auch langsam mal. So. Okay, es ist Zeit für Dixie, aufs Klo zu gehen. Nein, es ist Zeit für Dixie jetzt, ein neues Zuhause zu finden. Sehr schön, dass das Spiel automatisch speichert. So, okay. Dixie ist ready. Ready to go. Neues Zuhause finden. Eine traurige Geschichte. Dixie wurde ausgesetzt. Seine früheren Besitzer ließen ihn in einem leeren Haus zurück und kehrten nie wieder zurück. Ach, das ist so grausam, ey. Ohne die Nachbarn wäre Dixie irgendwann verdurstet oder verhungert. Jeder verdient eine zweite Chance. Oder sicherlich würde Dixie den Menschen wieder vertrauen. Finde ein neues Zuhause. Foto hochladen. Da hatte ich doch dieses wunderbare Exemplar hier. Finde ein neues Zuhause. Vielen Dank. So, okay. So, dann gucken wir mal. Lass mal schauen. Weitere Informationen. Wir schicken mal zur Kontrolle jemanden. Zur Kontrolle schickt man immer jemanden, der kontrolliert, ob die ganzen Ansprüche, die der Hund hat. Zum Beispiel hier sehe ich schon unerwünschte Eigenschaft. Sie möchte eigentlich keinen Hund, der nachdenklich ist oder langweilig. Das heißt, hier haben wir eigentlich wenig Übereinstimmung. Deswegen würde ich ablehnen. Wir gucken mal hier weitere Informationen. Der möchte eigentlich einen Hund, der herzlich ist. Das passt schon mal ganz gut. Wir machen hier mal einen Mitarbeiter hin, weil hier eine erwünschte Eigenschaft ist weniger Ausscheidungsbedarf. Das heißt, der pinkelt auch weniger. So. Haben wir hier noch was Passendes? Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist. Zuordnen, let's go. Der Besitzer kommt bald an. Okay. Where's the Dixie-Klo? Muss ich jetzt Dixie schon mal hochhalten oder hochnehmen? Dixie, ich habe dich verscherbelt. So, tschüss. Nach erstmal wieder volles Vertrauen zu mir und dann direkt wieder weggeben, so. Goodbye, Dixie. Ich hoffe, du wirst ein schönes Zuhause haben. No. So schlimm, ne? Tiere sind so abhängig von uns. Hier kann man die einfach nur... Mal gucken, wie der Bonus ist. Ja, das passt doch. Ist ganz arg schrecklich. Hier kann man arme Tiere nur zurücklassen. Boah, das dreht aber richtig durch.
So, Reputationsbonus 152. Yes. So, Bereich ausweiten. Oh, kann ich den jetzt ausweiten? Oh, kann ich wieder was Neues machen? Dann gehe ich mal kurz an meinen Rechner. Ich würde auch gerne kurz etwas kaufen. Oh, kann ich mit der Bürste... Nee, ich würde mich gerne mal den Hundekot mal wegmachen. Ich finde das langsam echt eklig. Gucken wir mal, ob es da was gibt. Hygiene. Bürste, Föhn, Mop. Kann ich mit der Bürste die Kacke wegnehmen? Arzneimittel. Dekorationsartikel. Sonstige. Okay, ich glaube, ich habe schon ein Bürsti. Gucken, ob ich mit der Bürste hier die Kacke wegmachen kann. Aber eigentlich hätte ich mir da jetzt eine Schaufel gewünscht. Und nicht, dass ich die Kacke jetzt wegfege. Damit ist das Problem nämlich nicht erledigt. Geht das? Nee. Kann die Fäkalien mit der Bürste nicht wegmachen. Es gibt aber gerade auch nichts anderes, was ich hier nehmen kann. Naja. Hygiene. Ah, Fäkalienbeutel. Hab's übersehen. Okay, wie viel brauche ich jetzt davon? So, der Fäkalienbeutel ist aktiv. Da kommt wieder meine Welcome to the Game Drohne. Oh, ich habe die Bestellung nicht abgegeben. Verdammt! Ja, abschließen. Bestellen. Let's go. So. Sollte man diese ganzen Kartons hier mal wegschmeißen. So. Wo ist denn mein Müll? Mein Müllraum. Wo war... Hä? Wo ist mein Müllraum? Mein Müllraum ist gar hier. So. Zurück. Das nehmen wir jetzt mit und schmeiß es da rein. Bam. Da muss man ein bisschen aufräumen hier. Sind die eigentlich alle leer? Okay. Wir müssen ja ein bisschen für Ordnung sorgen hier, ne? Sonst nimmt uns ja hier keiner ernst. So, was gibt's hier noch? Beim Kartons nicht mal zerteilt, ne? Das ist mir das Liebste. Da habe ich schon so Ärger bekommen, obwohl ich die immer so schön zerkleine. So. Okay, dann machen wir mal die Kacke da drin weg. Nimm alles. Nimm alles. So eine Tüte, die schenke ich dann jemandem. So eine Überraschungstüte. Okay, gibt's hier noch irgendwo Kacke? Das ist wirklich was ganz Grausiges, wenn dein Hund auf den Boden scheißt. Und du nimmst dann diese warme Kacke in die... Also du hast natürlich einen Handschuh an. Hoffe ich. Und dann nimmst du diese warme Kacke. Warm. So, okay. Scheiß ist weg. Let's go. Dann packen wir das mal wieder hier rein. Bam! Und bereiten mal unseren... Also sind die eigentlich leer? Nee. Okay, und dann nehmen wir mal... Machen wir mal den Bereich weiter. Ich habe auch eine Nachricht erhalten. Ich bin so glücklich mit dem neuen Haustier. Sehr gut. Dixie ist weg. Alles markiert. So, Nachrichten. Kein Platz. Bibabu. Knutrutzhölle heißt... heißt ja mein Tierheim. Das habe ich ganz vergessen, ey. So, hier war das. Also, was kann ich denn jetzt hier machen? Bereich ausweiten. Wie kann der bereit? Willst du... Oh, cool. Ich kann das hier vergrößern jetzt. Ja, das will ich vergrößern. Cool. Ich habe jetzt... Oh, es ist cool. Wir haben es jetzt größer gemacht. Kaufe das Gebäude mit Katzen. Jetzt kann ich auch Katzen haben. Katzenkäfig. Geil. Okay, Katzenkäfig. Wohngebäude. Katzenkäfig. Da. Boah, ist aber riesig. Wie drehe ich das nochmal? Oder kann ich nicht auch das irgendwie... Ich will nämlich... Eigentlich wäre es cool, wenn ich das... Da steht's ja. Puh. Life be like. Ah, hier ist der Eingang. Ja, da war es doch gerade. Yes. Dann nehme ich mal das Gebäude. Und drehe das auch mal hier hin. Ist ganz schön eng. Hier alles. Da passe ich halt nicht mehr durch. Oder? Nee, da passe ich nicht durch. Müssen wir irgendwie anders machen. Das heißt, ich muss mal das nehmen. Dann packe ich das nämlich hier hin.
So. Und das packe ich dann hier hin. So, langsam wird's eng in meiner Bude. Nimm eine Katze in dein Tierheim auf. Okay, let's go. So. Wo hat's hier eine Katze? Sind die irgendwie... Muss man mit denen anders umgehen? Ich bin nicht so der Katzenmensch. Katzen hassen mich. Und ich weiß auch nicht, wie ich Katzen anfassen soll. So, was gibt's denn hier so? Ella. Er ist dünn, zu dünn für sein Alter. Ella muss so schnell wie möglich gefüttert werden. Es ist auch empfehlenswert, dieses arme Tier zum Tierarzt zu bringen, um sicherzustellen, dass es nicht an anderen Beschwerden leidet. Oh nein, Ella. Ella. Annema. Ella. Ella. Okay, Ella, wo bist du? So. Cool, dass wir jetzt auch schon Katzen nehmen können. Da ist ja Ella. So, Ella ist sehr gelangweilt. Ella braucht sehr dringend Futter. Ja, ja. So, Ella. Oh, stimmt, ist ja das Hundegehege. Hups. Direkt mal zerfleischt. Boah, das Katzengehege ist aber viel größer. Was geht denn ab? So, Ella. Wo hat es denn hier Futter für das Tier? So, also. Wir müssen jetzt, glaube ich, sogar Futternapf und alles kaufen. Ne? Das haben wir ja gar nicht. Ella, ich komme sofort! Also, wir brauchen auf jeden Fall, nimm ein Tier mit einer verletzten Pfote in dein Tierheim auf. Okay, hab ich. Achso, das muss ich jetzt zusätzlich noch machen, oder wie? Nee, Murphy. Er ist dünn. Nimm dieses Tier auf. Oh, jetzt habe ich sogar zwei. Oh mein Gott, das wird sehr voll stressig. Pfote des Tieres ist verletzt. Ja, ja, jetzt lass mich erstmal für Ella Wasser holen. Ja. So, ich muss jetzt erstmal eine Futterschüssel kaufen. Und eine Wasserschüssel, weil Ella... Und ich brauche Katzenfutter. Oh mein Gott, das wird ja richtig stressig irgendwann. So, Bestellung abgeben. Yes. So, Ella, ich komme. Erstmal die Ella, ne? Also, ja, eins nach dem anderen jetzt mal hier. So, alles nehmen. So, Moment. Der Hund mit der verletzten Pfote muss jetzt halt einfach mal sich hinten anstellen. So, erstmal auf die Katze getreten. Hoch. So, fupp. Wir brauchen Wasser. Ja, jetzt entspannt euch. Kein Stress hier. So, Ella, Wasser. Und Katzenfutter. Ich hoffe, die isst drauf, weil das ist, glaube ich... Ja, gut, Ella isst. Jetzt holen wir den Hund. So, was ist denn los mit der Pfote hier? Was geht ab? Ja. Murphy sieht schlecht aus. So. Auch eine Klinik. Okay, Dog. Ich habe doch eh schon keinen Platz mehr auf meinem Gelände, Mann. Okay, jetzt sind die Tiere auch noch verletzt, ey. Das hört ja gar nicht mal auf. Gibt es auch einen Hundefriseur irgendwann mal, dass ich die so crazy pink machen kann? So, Galerie. Ah, hier. So, okay. Also, wir brauchen eine Klinik. Wo kommt die hin? Ich hab keinen Platz mehr, Leute. Vielleicht hier hin? Das wäre doch ganz nett. Bitte, bitte. Bitte. Ja, ja, ja. Okay, wir haben die Klinik. Der Hund muss kauf einen Verband. Gott. Oh Gott. Muss es nicht der Tierarzt machen in der Klinik? So, was muss ich machen? Arzneimittel. Also, ich muss, kauf einen Verband. Behandle die Pfote des Tieres mit einem Verband. Das mache ich alles selber. Sehe ich das richtig? Das mache ich alles selber. Das ist ein bisschen... Das ist nicht ein bisschen fahrlässig? Brauche ich da nicht einen Tierarzt oder bin ich Tierarzt? Erstmal das hier wegschmeißen. Flomp. Ey, wie viele Leute haben schon bestellte Sachen weggeschmissen, ohne sie auszupacken? Alles nehmen. Nehmen wir aber auch direkt den Karton wieder. Und schmeißen ihn weg. So. Bäm. Okay, wer ist der Dogo? Oh, die arme Pfote. Oh, schaut doch ganz traurig. Oh, Murphy. Das werden wir aber gleich wieder gerade biegen. Jetzt gibt's erstmal 10 Spritzen.
So, erstmal hier drauf platschen. So, Verband. Es muss einfach nur der Verband gewechselt werden. So, das war's. Das Tier scheint nicht verletzt zu sein. Nimm ein krankes Tier in dein Tierheim auf. Schon wieder? Aber ich habe doch gerade jetzt so viel Tiere hier noch. Die muss ich jetzt doch jetzt erstmal. So, es geht mit Murphy. Murphy hat auch Hunger, ne? Okay. Ich muss erstmal die loswerden. Die sollen mal chillen. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Eigentlich auch voll eklig, ne? Die müssen immer aus dem Behälter und den Napf des Vorhergängers fressen. Stellt euch mal vor, ihr seid im Restaurant und ihr müsst den leer gegessenen Teller vom Vorkunden oder Besucher auch essen. Und da kriegt ihr dann euer Essen rein. Das ist ja richtig eklig. So, es geht hier mit Ella. Boah, Ella, der richtig gefressen, ey. Du Fresssack. Ella ist richtig langweilig. Ella muss mal gestreichelt werden. Boah, Ella reagiert da gar nicht drauf. Was ist denn los mit dir? Hier, mal raus. Warte mal, was geht da eigentlich mit denen? Was will die denn haben? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Spielzeug für das Tier holen. Die langweilt sich ja hier zu Tode. Ich soll schon wieder ein krankes Tier aufnehmen? Jetzt macht mal halblang, Leute. So. Lass mal gucken hier bei Spielzeuge. Ach so, die will einen Laser haben. Pff, und einen Kratzbaum hole ich ja auch mal. So, let's go. Oh, Bestellung abgeben. Vergesse ich immer wieder. Ja. Ey, die Tiere. Ich habe bald keine Punkte mehr. Jetzt reicht's langsam mal. Kommt wieder die Welcome to the Game Drohne. Nimm alles. So, Ella. Das wird jetzt die Erfüllung. Wo ist die Katze hin? Ah, da hinten. Das wird jetzt die Erfüllung deines Lebens sein. Ella, wir haben einen Laser. So, Ella. Look at this. Oh, süß, Laser! Kann die auch da hoch? Komm, komm, Ella, los. Aber bei Katzen ist es oben auch zu. Boah, ist die schnell. Schaut mal. Jung, jung, jung. Können die noch, weil die nach oben raus können, ne? Das findet die Ella richtig geil. Was geht denn eigentlich, Ella? Bist du jetzt ein bisschen happier? Kann ich die Ella mal ein bisschen streicheln? Das macht die gar nicht happy. Doch, geht doch. So, Ella. Sehr schön. Braucht man aber auch noch ein bisschen, bis die ready ist und den Menschen wieder vertraut. Hier, dann kriegst du noch ein bisschen Laserpointer-Action. Moment. Bam! 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 Jung, 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 jung. Okay. Der Schwanz von der. Oh nein, nein, nicht geben, nein! So. Okay, ich glaube, Ella braucht noch ein bisschen Streicheleinheiten. Ja. Pur, pur, pur. Ey, das bringt ja gar keine Herzen mehr. Okay. Ich glaube, die ist schon mal so ein bisschen überlebensfähig. Jetzt gehen wir nochmal zu dem kranken Hund und dann nehme ich ein weiteres krankes Tier auf. So. Du bist ja auch gar nicht rausgelassen worden, ne? Murphy muss richtig hart kacken. Die sind richtig gut erzogen, die Tiere, dass sie hier nicht hinmachen. So, jetzt geht er erstmal scheißen wahrscheinlich, ne? Ja. Ich sehe schon. Ja. Ach, der geht nur pinkeln. Ach, schön. So, okay, let's go, hol. Mit deiner verletzten Pfote renn noch ein bisschen, damit die noch mehr anschwillt. Ja, ja, entspann dich hier. Bam! Los, Murphy. Hier, nochmal, warte. Sehr schön. Ja, damit. Ja, siehst du, guck mal, da ist er direkt happy. Ich gebe dir mal ein Leckerli, da geht's bestimmt richtig steil. Dicke Freunde, so schnell ging das? Boah, wir sind da richtig... Der Murphy, ey, den kann ich jetzt direkt verscherbeln. So, jetzt gucken wir aber erst nochmal. Leer, das kann ich wieder zurück machen. Es macht echt Spaß, das Spiel. Also ich muss sagen, man kriegt so einen Flow. Wenn es ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Wenn es mal fertig ist, also das ist echt cool, hat man viel zu tun. Nimm ein krankes Tier in dein Tier auf. Schon wieder? Nee. Hier.
Die Mutter dieses Tierchens brachte 3 weitere Jungs zur Welt. Leider konnten die Vorbesitzer sich nicht um alle kümmern. Sie hatten keine andere Wahl, als sie wegzugeben. Deshalb ist Miley auf der Liste. Oh. Aber es gibt doch bestimmt auch Leute. Ein Tier ist krank, die doch Interesse haben. Verkaufe eine Spritze. Für die Blut. Oh, Probeabnahme. Das mache ich natürlich alles selber. So, kann ich ihn... Ich würde Murphy trotzdem schon mal jetzt weggeben. Finde ein Zuhause. Ich habe noch kein Foto von Murphy. Ja, entspannt euch. Ich muss erstmal die Arzneisachen kaufen. Was braucht das Tier alles? Arznei? Es braucht auf jeden Fall eine Spritze. Blutabnahme. Fürchterlich. Die Blutprobe zum Tierarzt schicken. Warte, bis die E-Mails da sind. Kauf die richtige Medizin. Boah. Okay. Ja, ja. Spannt euch. Hasse, dass der hupt. Ist voll unverschämt. Miley sieht schlecht aus. Okay, Miley. So. Keine Ahnung, was du hast. Aber du kriegst erstmal Wasser. Essen ist da nicht viel drin. Sorry. So. So, lass mal den erstmal das alles auffüllen. Und dann bringe ich den zum Tierarzt. Da gibt es erstmal schön die Spritze in den Nacken reingerammt. Und dann geht's weiter. So, der andere Hund ist ja draußen. Naja. So, jetzt frisst er. Dann lassen wir ihn noch schnell pupen. Macht richtig Bock, das Game. Es ist so ein Suchtgame wie das. Wie Hausflipper. Man kann nicht aufhören. Okay. Kriegst noch ein bisschen Streicheleinheiten? Oh, das hilft gar nichts. Okay, wir müssen den jetzt mal wirklich... Hier, pup noch mal, bevor du gleich auf den Tisch kackst. Sehr schön, dass er das auch macht. Und dann mache ich so lange schon mal einen Shot von dir. Oh nein. So. Hot. Hot, hot, hot. Okay, was geht mit dir jetzt? War der jetzt aufs Klo? Ja, der ist gegangen. Gut. Okay, schnell zum Tierarzt! So, drauf jetzt hier mit dir auf die Liege. Es tut mir jetzt sehr leid, was ich tue. Wie? Ach, der sabbert. Sehe ich das erst richtig? Da läuft Sabber raus bei dem. Was ist denn das? Wo ist denn jetzt eigentlich meine Spritze? Habe ich wieder die Bestellung nicht abgeliefert? Was für die Bestellung immer abgeben muss, verdammt. Ja, Bestellung abschließen. I need that. Was gibt's denn eigentlich alles? Es gibt Augentropfen, Pflaster, Pinzette, Rasierer, Spritze mit Wirkstoff, Tablette und Verband. Boah, da musst du bestimmt noch Zecken rausziehen und so noch, ne? Okay, öffne. Nimm alles. Nimm alles. So, jetzt muss man schön den... Vor allem, wieso mache ich das? Was bin ich denn eigentlich so? Tut mir sehr leid, aber es wird jetzt sehr weh. Oh mein Gott. Ja, genau so läuft es ab. Okay, und wo kann ich die jetzt hin tun? In den Becher rein und dann trinken. Ii. So, schicke die Blutprobe zum Tierarzt, indem du sie in den Kasten außen an der Klinik wirfst. Das müsste man aber, glaube ich, schon so ein bisschen anders auch verpacken, ne? Boah, einfach reingeschmissen und weg. Okay. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich eine E-Mail. Das macht er innerhalb von Sekunden. Ja. Schön wär's, ne? So, gemäß Blutprobe ist erkältet, hat eine Augenentzündung. Behandlungsempfehlung, Spritze und Augentropfen. Okay. So, dann holen wir mal Augentropfen hinzufügen und eine Spritze mit Wirkstoff, egal was es ist. So, wahrscheinlich so ein Narkotikmittel. Okay. The dog is ready. Okay, Doggo. Erstmal hier die Spritze reinrammen. Bäm. Und dann auf jeden Fall mal die Augentropfen hier rein ins Auge. Let's go. Boah, Hunden Augentropfen geben. Boah, genau. Schön, schön die Spitze ins Auge rein. Das Tier ist nicht mehr verletzt. So schnell kann es gehen. Und er ist glücklich. Was ist, wenn ich den ins Katzengehege bringe? Ach Mann, ich kann den nicht ablegen. Ja, ich wollte es einfach nur probieren, ne? Keine Vorteile hier. Wollte auch sehen, ob es geht. So, mal gucken. Der ist jetzt eigentlich recht happy, ne?
mache jetzt den auch direkt ready, weil ich glaube, für die Katze brauchen wir ein bisschen länger. Dann kriege ich den auch mal so einen Bestechungskeks. So, Bestechungskeks. Und nochmal Bestechungskeks. So. Let's go. Ja. Das Leben ist schön. Da muss ein bisschen Ball spielen mit dem. So. Da hinten wurde schon wieder hingeschissen. Könnt ihr mal aufhören zu kacken den ganzen Tag? So, den machen wir jetzt. Oh, er hängt. Den machen wir jetzt happy, den Hund. Oh, sag bloß, der Ball ist weg. Und dann kann ich nämlich auch direkt vermitteln und dann machen wir die Katze. Ich glaube, die Katze ist der größte Endboss. Oh, oh. Oh, oh, ist jetzt auf dem Dach. Oh Gott, er kommt zurück, zum Glück. Das hat wieder den ewigen Glitch. Darf den nicht so weit schmeißen, den Ball. Was will der denn jetzt? Schon wieder ein Keks? Schon wieder ein Keks? Schon wieder ein Keks? Boah, ich habe den zu sehr verwöhnt, ne? Muss noch ein paar Kekse kaufen. Mann, das ist voll... Hier rennt man einfach den ganzen Tag nur. Es hört nicht auf. So. Run, 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 run. Okay, let's go. Ich renne. Ich renne, ich mach ja schon. Ich kann nicht überall sein. So, dann gibt's noch ein paar Kekse. Essen. Keks. 10 Stück am besten, ey. So, gibt's noch irgendwas für Katzen, was die toll finden? Nö, da habe ich alles. Okay, dann lass mal die Katze auch gleich noch machen. Und noch ein Foto. Vielleicht kann ich aber den anderen Hund schon mal direkt vermitteln. Dass wir den... Und zwar war das Murphy. Murphy ist auf jeden Fall ready to go. Wir haben auch ein Foto von Murphy. Ey, wo ist mein... Ach, das muss ich erst einscannen. Stimmt, ja. Picture von Murphy scannen. So, dann nehmen wir das. Hochladen. Yes. Okay. So, für Murphy haben sich echt viele... Oh nein, ich finde ein Zuhause. Verdammt! Für Murphy haben sich aber echt viele, viele gemeldet, ne? Ist ja auch ein wunderschönes Tier, ne? So, lass mal hier gucken. Der Phil. Nee. Ablehnen. Weiß nicht so. Sie alle wollen, dass das Tier nicht viel pinkelt. Ich schicke mal zur Kontrolle. Und hier schicke ich auch mal... ach, was ist denn das? Hat der schon einen? So, wie sieht's hier aus? Kann ich mal hier... Wieso ist denn da Murphy schon dran? Weil es der Perfect Fit ist, oder wie? Was ist er? Verschmutzt? Bitte vergib Haustieren für ihren Unfug. Laut. Ich glaube, hat jemand Bock auf ein lautes Tier? Also... Hat jemand generell Bock auf ein... Ich glaube, ich würde den hier nehmen. Anpassen. Goodbye, Murphy. So, Ella ist auch schon ready. Ich muss von... Ach, Ella ist auch schon ready. Das wusste ich gar nicht. Wie konnte das sein, dass die jetzt so happy ist? Gar nichts dafür gemacht. Ich glaube, die ist einfach nur happy, weil ich weg bin. So. Erstmal, Murphy, it's time to go. Goodbye, Murphy hätte ich selber gern behalten. Das ist ein süßer Hund. Tschüss, Murphy. Ich hoffe, dir geht's gut. Sie werden so schnell erwachsen. Goodbye, Murphy. Der Blick immer zu mir mit dem Foto hochheben. So richtig emotional. Mal gucken, was hier rauskommt. Yes. Super. Passt gar nichts. Ist okay. Ich glaube, man muss manchmal auch ganz viel absagen, bis man den perfekten Match, das perfekte Match findet. Aber hey. Ihm wird's gut gehen. Da bin ich mir ganz sicher. So, hier nochmal bitteschön. Streicheln. Ja, alles ist so toll. Das ganze Leben ist so wundervoll. Ja, er möchte gerade gestreichelt werden. Ich habe es auch noch richtig erkannt. Yes.
Super. So, was darf es jetzt sein? Okay, ich glaube... Oh, jetzt mache ich wieder Ballspiel. Mann, du bist so anstrengend. So. Ich bin der Ball. Oh, wie er wiggelt, ey. So, genug Ball gespielt. Es ist Zeit, ein Foto von dir zu machen. Mach das bitte nochmal. Sehr schön. Wir gehen direkt rüber zu Gisela. Ich nenne die Katze Gisela. Die wirkt wie so eine aggressive Gisela. So. 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 Okay, Gisela. Wie sieht's denn bei der aus? Die ist hier mit... Oh, die ist schon komplett voll. Aber die kriegt auch noch einen Keks, weil die hat sich selber jetzt so gut entertained. Wieso kann ich der keinen Keks geben? Ach, weil die zu 100% happy ist. Vor dem Tier gibt es keinen Platz, um es zu füttern. Hallo, Tier. Gisela. Okay, Gisela ist schon weg psychisch. Machen jetzt ein Foto. Gisela hat uns schon verlassen. Die hat keinen Bock mehr. So, die erste Katze, die wir vermitteln, Leute. That's so nice. Okay, Gisela, jetzt wirst du verkauft. So, die sind alle happy. Das freut mich. Nee, bestimmt nicht. So, Ella, weitere Informationen. Finde ein Zuhause. Hochladen. Auch ein sehr vielversprechendes Foto hier. Ach stimmt, ich muss es ja einscannen. Das vergesse ich immer. Scanner. Scannen. So. Wunderbar. Und nochmal scannen. Schnell lockt sich dieser PC aus, ey. So. Okay, Computer. So, das heißt, hier haben wir die Ella. Auswählen. Aufgrund von Parasiten war das Tier schwer krank. Die Vorbesitzer hatten nicht genug Geld für die Behandlung. Also überließen sie das Tier sich selbst. Glücklicherweise fand Ella einige Geldgeber, die sich bereit erklärten, die Behandlung zu bezahlen. Das ist ja nett. So, okay, weitere Informationen. Wir brauchen den perfekten Partner für Ella. So, boah, sieht die Katze grumpy aus. Was gibt's denn hier? Weitere Informationen. Weitere Informationen. Da passt ja überhaupt nichts überein. Ich lehne die mal alle ab. Das passt mir alles nicht. So, was gibt's hier? Schwierig. Die sind irgendwie alle nicht so passend. So, schicken wir mal ein paar Kontrolleure vorbei. Die lehnen wir mal ab. Nicht passend, meine Freunde. So, da passt halt auch nicht so viel. Hört auf, euch alle für das Tier hier zu... Was heißt denn die Eigenschaften? Energisch und laut. Das will halt keiner, ne? Keiner will eine laute Katze. Ich würde jetzt einfach... Hier, anpassen. Viel Spaß. So, was gibt's für Miley? Für Miley haben sich auch einige gemeldet. Finde ein Zuhause. Nee, noch niemand hat sich gemeldet. So, let's go. Das ist ein sehr authentisches Bild. Weitere Informationen. So. Ach so, stimmt, ich muss erstmal die Katze abgeben, ne? Schalte einen weiteren Reputationsstern frei. Okay. So, meine erste Katze, die ich losgeworden bin. Falls sie scheiße zu dir sind, kratze ihnen einfach die Augen aus. So, komm mit. Hochheben. Let's go. So, Kitty Cat. Time to go. Katzen müssen natürlich in ihren Transporter. Deswegen können die sich jetzt auch nicht verabschieden. So. Cool, meine erste Katze ist... weg. Oh, verdammt. Laut. Und das war unerwünscht. Huch. Naja, passt trotzdem voll gut. Die werden trotzdem glücklich sein.
So. Jetzt gehen wir mal den Hund noch vermitteln. Dann haben wir nämlich alle Tiere weg. Was gibt's denn hier für den Hund? Weitere Informationen. Eigenschaften. Das sind unerwünschte Eigenschaften. Können wir gleich mal ablehnen. Da wird die nämlich unzufrieden sein. Das ist schon mal sehr gut. Leise. So. Kann man doch gar nicht eigentlich sagen, ich möchte den und den Hund, weil du weißt ja gar nicht, wie der Hund sich entwickelt. Ja gut, außerdem kann es sein, dass der Hund sich ja bei dir zu Hause ganz anders entwickelt und, oder das Tier. Ja, ich finde, es passt. Oder sich ganz anders dann auf einmal bei dir doch lauter ist, weil er unter den Bedingungen im Tierheim dann doch eher ruhig war, weil es viele waren. So, Dogo, it's time to go. So. Ey, ich nehme diesen scheiß Fahrer noch die Kackhupe weg. Vor allem, dass nicht mal die Besitzer selbst kommen und das Tier abholen, ne? Eigentlich muss ja die Besitzer erstmal voll lang kennenlernen. Aber nein, wir nicht. Boah, das war aber guter Fit. Das war ein guter Fit. So. Jetzt können wir, glaube ich, weitere Tiere wieder annehmen, weil steht, schalte einen weiteren Reputationsstern frei. Das heißt, wir müssen jetzt quasi... Hier, die sind noch alle happy. Das freut mich. So, jemand hat dieses kleine Tierchen in einem Kanal gefunden. Ohne die Hilfe eines Menschen wäre es mit Sicherheit gestorben. Die Mutter dieses Tieres brachte 3 weitere Jungen zur Welt. Ashley sieht ja geil aus. Er ist zu dünn für sein Alter. Piper! Wir nehmen noch mal ein paar Tiere auf. Kann ich hier noch Ashley aufnehmen? Okay, ich muss immer abwarten. Ich kann jetzt auf einmal 4 Tiere auf einmal annehmen. Das wird ja voll das Chaos. So, bitte hup nicht. Ich bin schon da. So, was geht mit der Katze? Versuch das Tier woanders zu platzieren. Ich platziere dich jetzt einfach hier. Und dann muss ich dir erstmal wieder Essen geben, weil wieder alles weg ist. Ich wollte gerade den Kackbeutel da rein lernen, ne? So. Und dann machen wir direkt das Wasser auch nochmal voll. So, während die Katze trinkt, ich drüber lernen. Let's go. So, die Katze möchte erst einmal... Nein! Die Katze möchte gestreichelt werden, während sie frisst. Jetzt möchte sie einfach nur... Voll süß sieht die aus. Oh mein Gott, die sieht aber irgendwie auch gruselig aus, oder? Kann ich mich nochmal anschauen? I want to take a picture. Komm, guck nochmal her. Sieht aus wie eine Maus. Ist das überhaupt eine Katze? So, hat die jetzt gefressen? Die soll erstmal essen jetzt. Sieht die gruselig aus. Guck mal. Kannst du mich bitte nochmal genauso anschauen? Hat die jetzt gefressen? Nee, jetzt macht's es. Gut. Soll sie erstmal voll fressen. Und dann bringe ich die raus. Die würde ich selber behalten. Die ist süß. So, Spiel gespeichert. Piper's happy. Och. So, okay. Wo ist der Laserpointer? Ah, hier. Szene ist so gefällt, ne? You spin me right round, baby, right round. When you go down, when you go down, down. So, war das jetzt so ein Erlebnis? Ich glaub schon. Die will jetzt gestreichelt werden. Okay, komm her. Lass dich touchen. Lass dich berühren. Ja, Liebe für alle. Ich bringe euch Liebe. So. Und sie will wieder gelaserpointet werden. Also umso länger man den spielt, umso mehr Pluspunkte gibt es dann eigentlich im Prinzip, glaube ich. So, genug gelaserpointet. Ja, die ist auch ready to verkaufen. Foto habe ich ja eh schon. Das heißt verkaufen, wir verschenken die ja. So. Ich habe doch ein Foto gemacht, ne? Ja, da kann man jetzt, glaube ich, ganz viele Tiere verkaufen, bis man den Stern voll hat.
Und was gibt's denn eigentlich im Baummodus noch so? Ich verscherbel kurz die Katze, dann gucken wir gleich nochmal. So, finde ein Zuhause. Mit dieses wunderbare Fress. Ach, stimmt. As always, ich muss erstmal einscannen. So. Jetzt. Auswählen. Finde ein neues Zuhause. So. Lass mal durch können. Hier erstmal alle ablehnen. Das ist ja schon längst vorbei. Der will ja eh den Hund, ne? So. Okay. Paul. Das wird schon passen. So, ich gucke jetzt, was passiert, wenn man einfach mal jemanden so random nimmt. Okay, Kitty Cat. Zeit für dich zu gehen. Der Van kommt, obwohl du einfach süß bist. So, ich finde es so frech, dass der piept, dass der hupt. Das nervt mich richtig. So, mal gucken, was das jetzt wird, ey. Wirklich gespannt. Boah, was ein Fit, ey. Holy, das war richtig gut. Boah, das war ja richtig gut. Das ging ja richtig ab. So, wir gucken mal im Baumodus, was man da noch alles machen kann. Waschstation, Wohngebäude. Kann ich noch ein weiteres machen? Hundekäfig. Level 2. Da kannst du noch voll die krassen Käfige bauen. Möbel kannst du reinpacken. Gebäude gibt's dann noch. Fotostudio. Sonstige Gebäude. Mülltonne, Lager. Büro kann ich ein weiteres machen. Ja, also es geht noch eine ganze Menge. Wir können auch noch das Gebäude ordentlich erweitern. Also falls ihr noch eine Folge sehen wollt und sehen wollt, was man noch alles so machen kann, dann lasst mir gerne viele Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid und schreibt es mir in die Kommentare. Empfehlt mir gerne weitere Games und ob ihr das Game auch schon gespielt habt. Es macht echt viel Spaß. Es ist, glaube ich, so ein Spiel, wenn es dann auch noch weitere Updates kriegt, da kann man sich richtig schön ausbauen und das, vielleicht gibt es sogar irgendwann auch Angestellte, bestimmt sogar, die einem helfen, dass man das alles nämlich nicht mehr selber macht. Ja, deswegen bedanke ich mich, Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, was gerade bei euch ist und bleibt so wundervoll, wie ihr seid. Dankeschön und wir sehen uns. Über ein Abo würde ich mich übrigens auch freuen.